Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen bei Fangen Fisch. Ich bin hier hoch im Norden Norwegens in dem Bärendorf. In Bjørnvika heißt das. Hier gibt es nicht nur Bären, sondern hier gibt es auch große Löwen. Große Dorsche fängt man hier, Lumplenk, alle möglichen anderen Arten, vor allem auch Heilbutt. Wir haben jetzt Sommer. Es ist die Makrele hier eingezogen. Wir haben eine ganze Menge andere Fischarten. Das wird sehr spannend, tolles Revier, eine unglaublich atemberaubende Natur. Ich will auch nicht lange reden. Aufs Wasser mit euch, wir sehen uns gleich. Die Route ist wieder krumm, bei Marco hat es eingeschlagen. Und plötzlich hatten wir den Spot gefunden, alle drei Routen waren krumm, wurde es hektisch. So Leute, jetzt ist mir ein sehr kapitaler Dorsch angegangen. Ich habe jetzt nicht die Chance gehabt, das zu filmen, das ist hektisch. Aber ich denke mal, der kann sich zeigen lassen. Also ich schätze mal 10 Kilo wird er haben. Die anderen Jungs und Mädels sind jetzt hier noch am Angeln. Ich werde jetzt auch mal meine Route wieder auspacken, weil es ist die heiße Phase. Oh, ja, wunderbar, so geht das hier in Norwegen. Nur halten, Klo. Nur halten, gegenhalten. Petri. Einfach die ganze Zeit halten. Das ist meine Route. Los von mir. Ja. Genau. Flo. Flo hat da was sehr Fettes an der Angel. Toll. Genau so weiter bitte. Die Aufregung. Alter. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Gleich mal 2, okay. Läuft. Was ist das? Läuft bei dir. Das ist der größte Köder, den ich je gesehen habe. Und weil natürlich ein Riese nicht reicht, hatte Flo lieber mal gleich 2 am Haken. Der Köder ist komplett fertig und versoffen. Alter, das ist der größte Köder, den ich je gesehen habe. Läuft. Alter! Ja. Petri, mein Lieber, das Petri ist jetzt angebracht. Das war die Hälfte, ja. Ja, stimmt. War ja ein Doppelpack. Ich krieg den zweiten aber leider nicht in einer Hand. Ja, also der kommt da dazu. Ja, genau. Ein 1,20 Meter Köhler, dazu noch ein kapitaler Dorsch. Ein toller Einstand für Flo. Ja, das ist doch mal wirklich eine Hausnummer. Oh, schwebt er hoch. Jetzt. 14. 14? 14 Kilo. An der Küste und 350 Kilometer über Trondheim liegt das wunderschöne Naturcenter Bjørnvika. Der Cat-Betreiber Benny und sein Vater haben eine tolle Antiquitätensammlung. Neben der Wall of Shame findet man hier alte Gerätschaften. Aber auch Traktoren und Oldtimer.
Besonders schöne Stücke findet man im Rezeptionsshop. Außerdem stellt seine Schwester handgemachte Norweger und Isländer Pullis, Mützen und vieles mehr her. Unglaublich tolle Qualität. Unbedingt mal anschauen, wenn ihr da seid. Das ist es auf jeden Fall wert. Ansonsten alles, was das Anglerherz begehrt, also sehr gut ausgestattet. Abgesehen davon gibt es eine Möglichkeit zu campen und mehrere Ferienhäuser und Wohnungen. Beatemberaubender Ausblick. Der Betreiber Benny ist super freundlich und spricht sogar Deutsch. Infos zum Björnvika Naturcenter findet ihr in der Videobeschreibung. Runtergelassen, gleich der Einstieg. Schade, der ist weg. Kleinen Köhler, einen Haken und gleich hat's geschöpft. Hüse aus. Was ich auf jeden Fall feststellen kann, ich bin kein Freund von den großen Multis auf links. Ja, ist komisch. Die haben die Neigung, sich jetzt umzudrehen. Oha, oha. Habt ihr das? Ja, Engel, gibst du mal das dann. Das wird jetzt noch da. Los, sieh. Ja. Ja. Jetzt nochmal so richtig schöner 15 Kilo Fisch. Wahnsinn. Ja, alles Spaß. Gut, lass mal das machen. Sobald ich bloß Fisch am Land habe, ja. Ich brauche erstmal das Gas. Okay.
Aus wettertechnischen Gründen konnten wir am dritten Tag leider nicht rausfahren, haben deswegen aber Taschenkrabben zubereitet. War für mich das erste Mal. Nach dem Lösen der Scheren und Beine wurden diese in ein kochendes Salzwasserbad gegeben und dann gute 20 bis halbe Stunde gekocht. Und nach dem Kochen werden sie abgeschreckt, dann geknackt und dann beginnt die Arbeit. Dann wird gepult. Ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich. Das Ergebnis ist köstlich. Traditionell mit Weißbrot, Mayonnaise, Zitrone und etwas Dill. Wenn ihr jemals die Chance habt, nutzt sie. Es ist unglaublich lecker. Am vierten Tag hatten wir immer noch recht raue See. Marco und ich sind aber trotzdem rausgefahren, haben uns es nicht nehmen lassen, nochmal die Angel ins Wasser zu halten. Heute haben wir ein bisschen mehr Welle. Auch bei einem festen Stand. So, bei 30 bis 50 Meter haben wir jetzt geangelt. Ein bisschen Kontakt hatten wir, aber noch nichts Großes bei. Wir versuchen weiter unseren Weg. Marco ist fleißig, holt die Angel raus und dann geht's weiter an den nächsten Spot. Bis gleich. Das Angeln mit Gummifisch war an dem Tag sehr, sehr schwer. Durch die starke Strömung und den Wellengang mussten wir dann auf Pilka umsteigen. Ja, aber Marco hat schon gescheppert. Wahrscheinlich wieder einen kleinen Seelachs. Sie sind heute überall. Ja, bei mir auch. Spaß machen sie ja, ne? Aber die Großen wären natürlich noch schöner. Dann mach ich einen. Ein kleiner Dorsch. Boah, der war 100 Meter tiefer, Alter. Ein kleiner Dorsch. Kleiner. Damit ihr das mal seht, ja. So ein kleiner Seelachs will so einen großen Pilka. Verrückt. So, Marco hat ihn endlich gefunden. Der darf sich dann auch schon Dorsch nennen, ne? Aha, sobald ich einen Auspack kriege, ja. Da ist er. Schöner Dorsch. Petri! Sehr schön. Ein schöner Dorf. Nein, Pollack. Ja. Pollack. Ein schöner Pollack. Na, das ist doch mal nett. Der konnte mein Köder nicht widerstehen. Ist 80 Meter hoch gepumpt. Unglaublich. Schöner Pollack.
So, letzter Tag. Ich bin noch mal rausgefahren, nachdem ich hier länger geangelt habe, nichts gebissen hat. Endlich der Einschlag. Fühlt sich ganz gut an. Mal gucken, ob es noch gut ist. Ah, ein schöner kleiner Dorsch. Der Dorsch, der auch schon mal hier eine Stelle hat. Der wurde schon mal zerhackt, aber schon älter. Ja, der ist so klein, der darf wieder rein. Und weiter geht's. Damit ich auch mal was Praktisches zeige. Also ich habe jetzt hier ein Naturködervorfach mit einem Ketzen vom Pollack. Ja, mit so einem Lümmel und einem Oktopus am Seitenarm. Ungefähr 400 Meter über Grund. Am nächsten Seitenarm, etwa 80 cm runter, habe ich hier diesen schönen Dorsch dran. Ja, einen kleinen Mini-Dorsch. Einen Haken durchs Maul, damit er gut sitzt. Und dann nochmal ein Drilling, damit er hinten anfassen kann. Und mit etwas Abstand dann kommt das Grundblei. Was haben wir hier? Das sind 400 Gramm. Jetzt haben wir ganz wenig Drift. Eigentlich bräuchte ich nicht so viel. Ich habe jetzt nur das eine da. Ja, dann hoffen wir, dass da was rangeht. Ich lasse das mal jetzt rund. Und dafür. Mal sehen, ob das schönes eingestiegen. Zumindest ist es schwer. Mal gucken, was ist es? Das hat schon gelohnt. Der Versuch zumindest. Leute, kauft euch nie ein Multi auf links. Keine gute Idee. Weiß ich jetzt auch. Vielleicht ein guter Dorsch. Oder Link? Lump? Das ist das Schöne hier im Norden. Ich kann hier irgendwie so viele verschiedene Arten fangen. Oh ja. Oh ja. Ist ein kleiner Lenk. Hier, kleiner Lenk. Halt mal meine Kamera. Schöner Lenk. Ja, 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 ja. So. Gerade Lenk verarztet, wie ihr gerade gesehen habt. Circa 7, also 19 Uhr. Ne, stimmt gar nicht. Viertel vor 6. Also 17.45 Uhr. Hat wohl jemand den Schalter angeknipst. Jetzt fangen sie an zu beißen. Den ganzen Tag hat nichts gerissen. Ganz cool. Oh, jawohl. Schöner Dorsch. Und für dich, Markus. Damit darfst du raten, worauf er gebissen hat. Ja, genau. Auf den Oktopus. Auf den Oktopus. Vor dem Urlaub hat Markus mir, ein Freund von mir, den Oktopus mir gegeben, meinte, mit dem musst du unbedingt angeln. Weil er den so toll fand. Und der Oktopus hat gefangen, Markus. Ist nicht der größte, ne? Aber ein schöner Dorsch. Jetzt habe ich nochmal runtergelassen. Ich wollte eigentlich schon nach Hause fahren. Und dann kam nochmal ein schöner Einschlag.
total schön geworden. Jetzt haben wir kaum noch eine Drift. Das spiegelglattes Wasser. Oh ja. Jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Und mal wieder auf dem Oktopus. Gibt's einen Dorsch? Irgendwie stehen die Dorsche heute voll auf meinem Oktopus. Da ist er. War immer klein, aber schön. Schön ist er trotzdem. Ich freue mich über jeden Dorsch. Ja? So ein kleiner, schöner zum Abschied. Leute, das war's für diese Folge. Ich sage Tschüss aus dem hohen Norden. Morgen beginnt wieder die Reise nach Berlin zurück. Und dann nehme ich euch wieder mit auf ein neues Abenteuer, wenn es wieder heißt, fang den Fisch. Bleibt gesund und habt Spaß beim Angeln. Ciao.